Da drinnen stehen die besten Karren. Und die lassen alle ihre Radios und Navis im Auto liegen. Manchmal sogar einen Geldbeutel. Du musst nur zugreifen. Mir ist kalt. Ich bin noch nass vom Bier. Ach, war ja nicht so gemeint. Also, ihr bleibt hier, okay? Wenn jemand kommt, pfeifen. Da habe ich genügend Zeit abzuhauen. Werkzeug. Alles klar? Der Merkel ist doch eine komische Natur. Zuerst bringt er einen um und dann tut's ihm leid. Das ist halt der Merkel-Franz. Der ist auch sehr intelligent. Du, der kriegt so ein Auto auf, da hörst aber keinen Laut. Wenn du dir das überlegst, gestern noch hätte ich dem eine reingehauen, den ich an meinem Auto erwischt hat. Und heute ist das gerade umgekehrt. Das ist schon verrückt. Oft male ich mir eine Revolution aus. Dann sehe ich die Armen durchs Siegestor ziehen und die Reichen im Zeisal wagen, weil die doch alle miteinander ein verlogenes Pack sind. Bei so einer Revolution, da täte ich gerne mit der Fahne in der Hand sterben. Ich nicht. Mein Bruder, den haben sie auf der Demo überfahren. Die sagen, er ist ein Held. Ja, aber überfahren, das ist doch jetzt auch nichts. Ja, aber mein Bruder hat sich doch aufgeopfert. Ja gut, dann ist es was anderes. Dann wird es deinem Bruder halt ein Vergnügen gemacht haben, dass er sich aufopfern konnte. Die redet doch nicht so saudum daher. Da hat ja selbst der Merkel-Franz mehr Achtung vor meinem toten Bruder. Ach Gott, dann bin ich halt schlechter als wieder Merkel-Franz. Weil du halt sehr verbittert bist? Ja, dann bin ich vielleicht einfach ein schlechter Mensch. Aber die Menschen wären doch gar nicht schlecht, wenn es ihnen nicht schlecht gehen täte. Das ist eine himmelschreiende Lüge, dass der Mensch schlecht ist. Weil, wer ist in Wahrheit schuld? Gott! Was soll da jetzt eine himmelschreiende Lüge sein?